Also, ich kann niemanden erreichen. Die Pressestelle, weißt du das? Ja, die haben jetzt gerade hier angekommen. Wir können bestätigen, dass es um 11.15 Uhr zu einem Notruf gekommen ist. Kolleginnen und Kollegen der Polizei sowie auch der Feuerwehr sind zu einer Wohnung gerufen worden. Es soll dazu einen Brandausbruch gekommen sein. Als die Kolleginnen und Kollegen am Einsatzort eingetroffen waren, kam es zu einer Explosion. Wir haben aktuell mehrere, zum Teil schwer verletzte Personen, unter denen sich auch Einsatzkräfte befinden. Wir haben hier im Moment die Spezialeinsatzkräfte vor Ort. Die Lage ist derzeit noch unklar. Die Kolleginnen und Kollegen, die dort verletzt wurden, sowohl seitens der Feuerwehr als auch seitens der Polizei, werden derzeit rettungsmedizinisch versorgt. Rettungshubschrauber sind im Einsatz. Sie werden die Betroffenen in umliegende Krankenhäuser bringen, um dort weiter versorgt zu werden. Derzeit ist die Lage in der Wohnung noch unklar. Deswegen sind die Spezialeinsatzkräfte hier vor Ort, um jetzt in der Wohnung weitere Übersicht zu gewinnen und dort auch festzustellen, wie es zu der Explosion gekommen ist. Geht ja auf, dann muss er weg. Ja, komm mal. Komm. Als ich ungefähr um 20 nach 11 zu der Sparkasse in Ratingen Mitte gefahren bin, sah ich, wie mehrere Beamte aus der Wohnung oder beziehungsweise aus dem Haus kamen.
Der eine war komplett verbrannt an der Seite, sein Kopf war offen, also die Haare waren weggebrannt. Ein Polizist kam raus und hat ein Schimpfwort geschrien. Also ich habe den Einsatz eigentlich von Anfang an mitverfolgt. Ich habe auch gegenüber einen Freund, der in der Wohnung wohnt, und er hat erzählt, dass er seine Oma aus dem Haus retten musste, weil dort auch es gebrannt hat, und ja, das war es eigentlich. Genau, das Haus geht über. Ja, das ist genau das Haus geht über.
Also die Spezialeinsatzkräfte haben jetzt soeben die Wohnung gestürmt. Wir können hiermit bestätigen, dass ein ca. 60-jähriger Wohnungsinhaber verletzt von den Spezialeinsatzkräften jetzt festgenommen worden ist. Er wird jetzt erstmedizinisch betreut. Inwieweit die Verletzungen durch die Explosion oder durch die Festnahme erfolgt sind, können wir derzeit nicht sagen. Kann man denn schon was mehr sagen, ob das jetzt eine absichtliche Tat war, dass er absichtlich die Einsatzkräfte in Hinterhalt geführt hat? Zu den Hintergründen der Tat haben wir derzeit keine weiteren Erkenntnisse. Das ist jetzt Aufgabe der aktuellen Ermittlungen der Kriminalpolizei, die jetzt den Tatort übernimmt und dort dann natürlich auch alle weiteren Spuren sichert, um dort dann auch die Hintergründe zur Tat zu erfahren. Wir haben ja Schüsse teilweise gehört und Bildern gesehen, dass da irgendwas in die Richtung reingeschossen wurde in die Wohnung. Was kann man dazu sagen? Zu den Zugriffsmöglichkeiten oder zu den Zugriffsvorgehensweisen der Spezialeinsatzkräfte kann ich leider keine weiteren detaillierten Angaben machen. Was können Sie zum Zustand der Beamten sagen? Also die waren ja doch schwerst verletzt, schweben die in Lebensgefahr? Oder? Ja, wir haben mehrere Beamte, die schwerst verletzt sind. Lebensgefahr ist aktuell nicht auszuschließen. Ja, das muss ich leider bestätigen. Wie ist es überhaupt? Was können Sie zum Zustand des jetzt festgenommen sagen, wie schwer der verletzt ist? Zu dem Schweregrad der Verletzung kann ich nichts sagen. Der wird jetzt gerade aktuell erst medizinisch betreut und dann können wir bestimmt später nähere Angaben machen. Wie ist es erst zu dem Einsatz überhaupt gekommen? Um 11.15 Uhr gab es einen Notrufeinsatz. Beamtin der Feuerwehr sowie der Polizei sind zu einer Wohnung hier in Ratingen West im Obergeschoss gerufen worden. Es handelt sich hierbei um ein Hochhaus. Als die Polizisten und die Feuerwehrleute am Einsatzort eingetroffen waren, kam es zu einer Explosion aus der Wohnung heraus. Durch die Explosion sind zahlreiche Einsatzkräfte der Polizei sowie der Feuerwehr schwerst verletzt worden zum Teil. Wir hatten mehrere Rettungshubschrauber einsetzen müssen, um die Kolleginnen und Kollegen medizinisch zu versorgen. Sie sind in umliegende Krankenhäuser gebracht worden. Wie es zu der Explosion kam und der Grund für diese Explosion ist derzeit Gegenstand der aktuellen Ermittlungen. Können Sie was zum Hintergrund des Festgenommenen sagen? Hat er dort gelebt? Was ist über den Mann bekannt? Die Person, die jetzt aus der Wohnung von den Spezialeinsatzkräften festgenommen worden ist, bei der soll es sich um den Wohnungsinhaber handeln. Nähere Hintergründe zur Information, auch Gründe, die für die Tat sprechen, kann ich derzeit nicht sagen. Haben Sie eine Anzahl an Verletzten mittlerweile? Das war die ganze Zeit so ein bisschen unklar. Ich kann noch keine konkrete Anzahl nennen. Wir können immer noch leider nur von mehreren Schwerstverletzten und natürlich auch Schwerverletzten Kolleginnen und Kollegen sprechen.